Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Abernethy Farm Arena. Und wir werden hoffentlich hier jetzt reinkommen. Nicht ganz. Noch einmal und noch einmal. Ja. Ich wusste, irgendwann passt das schon. Ja, wir haben hier einiges verbaut und wir sind auch noch nicht ganz zufrieden. Einige Wände müssten hier ausgetauscht werden. Diese zum Beispiel. Ach so, das sind diese zwei schrägen. Ja, aber die haben wir schon zweimal nebeneinander jetzt. Ja, okay, so Kleinigkeiten, Austauschgeschichten machen wir vielleicht später mal. Vergiss nicht, es gibt Kronkorken für Melonen. Die Dinger zu schleppen ist harte Arbeit. Ja, sehr viel mehr Etagen brauchen wir auch gar nicht mehr, wie ich das so sehe. Hier sollte noch irgendwie was rein, vielleicht was anderes, ein Fenster. Also eine Etage machen wir auf jeden Fall obendrauf noch. Oh, hier sind wir ja schon an der Treppe. Da bietet sich das gleich an, dass wir hier etwas ganz anderes bauen. Hoffentlich haben wir genug Material. Aber durch diese Betonteile haben wir schon ziemlich gut an Material gespart. So, wenn man das hier alles hätte mit richtigen Holz- und Metallteilen bauen wollen, dann wäre man, glaube ich, nicht so weit gekommen. Der Hunger hat wieder zugenommen. Und hier ist doch auch die Entscheidung schon abgenommen. Wir können ja im Prinzip nur mit Betonteilen bauen. Aber wir haben ja auch ganz schön geaßt damit. Ich muss sagen, wenn man jetzt mal guckt, wir können nur noch 97 davon bauen. Und da ist doch ganz schön was weggegangen. Ja. Ich glaube, jetzt ist der Wachturm hier im Wege, doch. Ach so. Ein ganz klein... Ja, ja, wir hatten hier gerade schon probiert. Also sehr viel weiter nach vorne kann man ihn gar nicht mehr schieben. Einen Weg nach oben brauchen wir noch. Die Seite sollten wir jetzt noch zubekommen hier. Oder rausgucken ist ja auch nicht schlecht. Immer gucken, was unten so passiert. Jo, dann schauen wir mal, wie wir hier am besten nach oben kommen. Mit einer Treppe.
Das ist doch schon mal, das hört sich nach einem Plan an, oder? Eine Treppe ist gut, die finden wir aber nicht unter der Kategorie Türen und auch nicht unter Strukturen, Geländer, sondern unter Treppen. Ich habe das jetzt nicht gesehen, wo das Ding andocken wollte hier. Ja, hier so... War das richtig gerade? Das ginge ja noch. Ja, aber nur nicht außen. Nach oben irgendwie. Oben sind überall Platten. Das wird jetzt nicht so funktionieren. Da innen könnte ich mir auch denken. Hoppla. Ich hoffe, das war jetzt Absicht. War da keine Treppe? Oh, hier müssen wir sowieso noch eine andere Treppenmöglichkeit nach oben finden. Wir können ja nicht immer hier rüberspringen. Ich meine, hier oben, das sieht eigentlich ganz nett aus. Aber wie gesagt, wir können ja nicht immer nach oben springen. Mal sehen, was passiert, wenn wir das Ding hier rausnehmen und dafür dann hier eine Treppe hinstellen. Geht das? Ja, das klappt. Oh ja, das gefällt mir. Das sieht doch gut aus. So kommt man noch immer Stück für Stück weiter hier. Wenn wir das hier auch noch... Ja, ich glaube, die kommt dann noch hoch. So glaube ich nicht mehr. Ja, so eben. Gerade eben kommt sie noch hier hoch. Aber was gut ist, wir kommen gut hier hoch. Springenderweise, okay. Hier können wir uns das vielleicht sogar sparen, so weit zu gehen, weil hier die Treppe ist, da kommen wir sowieso nicht runter. Oh, Kurven können wir aber noch ordentlich viele bauen. Ja, ein paar Gedanken mache ich mir über Gammelkala, dass die sich so lange nicht mehr hat blicken lassen. Da wird ja wohl nichts passiert sein. Vielleicht ist das hier doch alles ein bisschen zu groß. Gucken wir mal, wie das von unten aussieht. Vielleicht nehmen wir da doch lieber die kleinen Platten. Na, eigentlich geht's. Wir können sogar noch ein Stück weiter gehen. Teilweise. Ja, doch, ich meine, das geht. Von unten. Ja, okay, die kleinen Platten, ja, die würden dann... Nee, das ist schon gut. Ups, Treppe. Diese hier, die ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber auch nur vielleicht. Nee, ich glaube, das geht.
Ah, Fertighäuser, die doch nicht hier, noch nicht. Die kleinen hier. Doch, das sieht schon besser aus. Ja, ja, doch, das war eine gute Idee hier. Ja, also ich sag mal, die nächste Etage kommt jetzt drauf oben. Yep. Ups. Was liegt da? Eine tote Blähfliege oben rum? Es könnte sein. Da sollten wir mal schauen, ob wir da irgendetwas looten können. Und natürlich glaube ich, wir sollten auch hier vorne nochmal dicht machen alles. Ich habe erst überlegt, dass man hier schon irgendwie so einen Übergang zu dem Holz schafft, aber ich glaube, das ist auf der nächsten Etage vielleicht etwas schöner dran. Dann bedeutet das, wir können hier jetzt, oh, mit Beton gar nicht arbeiten. Wir sollten jetzt hier... Ja, okay, wir können natürlich, was wir machen können, ist tatsächlich hier so eine Brücke reinbauen oder so etwas. Ja, das halte ich hier für klobig, zu klobig, so etwas. Mal sehen, eine normale Wand oder sogar, ja, sowas Rundes, wenn das hier oben noch dran passen würde, das kann ich mir auch interessant vorstellen. Nein, das passt leider nicht. Okay, wie sieht's hier mit aus? Oh. Nein, das passt nicht ganz. Auch die runden Teile nicht. Vielleicht müssen wir dafür auch nach oben gehen. Ich dachte nur, jetzt kann man das von unten besser beurteilen. Wie es dann letztendlich aussieht. Ja, das wäre natürlich schon schön. So nicht. Da müsste das schon so ein bisschen versetzt da dran. Ich glaube, so bekommen wir das so schnell nicht mehr hin. Ja, wenn das hier so jetzt wie auf der anderen Seite passen würde. Okay, dann eben nicht. Aber da können wir doch bestimmt noch was anderes dran setzen. Ja, das müsste einen ganz kleinen Ticken breiter sein. Ich denke, das wird so einfach nicht funktionieren. Dann nehmen wir ja, so etwas mal. Ach so, das hatten wir ja darunter schon. Wobei ich meine fast auch, wir könnten sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Ach so, hier sollen die Holzteile dann ja so langsam mal anfangen. Nee, dann nicht. Dann machen wir das hier oben dicht. Oh, ist ja erstmal egal. Nehmen wir sowas hier. Ja. Vielleicht können wir dann sogar hier oben eine Betontreppe anbringen. Mal sehen, ob wir die rumkriegen. Ups, Beton. Da sind wir hier in der falschen Abteilung. Hier ist die Betonabteilung. Ach, schade. Ja, natürlich ist der Pfeiler da im Weg. Das ist klar. Na ja, gut, das müssen wir uns später mal ansehen, wenn die Holzteile dazukommen.
Aber ich denke, von unten... Ja gut, es müssen Stützen drunter, aber wie gesagt, das machen wir zum Schluss lieber. Überall fehlt es noch an Stützen und hier fehlt es sowieso noch an Geländern auf dieser Etage hier. Ja, wichtig ist es, dass wir erstmal nach oben kommen, einigermaßen. So, damit wir hier die nächste Etage machen können. Von unten zu bauen wäre mir aber in der Tat sehr viel lieber, weil man dann das Gesamtbild besser sieht. Von oben kann man das zwar besser treffen, wo was hingesetzt werden soll, aber dafür sieht man den Gesamteindruck nicht mehr so gut. Ich denke, wir werden jetzt hier mit Metall weiterbauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unten, von unten aus gesehen. Ne, jetzt habe ich schon wieder vergessen. War das so besser mit flachen Wänden oder hatte ich mir gedacht, doch so Rundungen zu nehmen dafür? Müssen wir doch nochmal ganz kurz runter. Ist das ein Ausgang? Gibt es eine Treppe hier? Ist das nicht zu hoch zum Springen? Das geht. Ach so, ja, auf jeden Fall obendrauf jetzt Rundungen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, doch, doch, doch. Und zwar richtig jetzt einmal. Also ganz rum ruhig. Fast das gleiche Material immer verwenden. Moment, das können wir doch von unten viel besser machen. Da können wir doch erstmal entscheiden, welches Material wir dafür nehmen. Ha! Können wir nicht, weil wir da nicht drankommen. Okay, wir machen das anders. Wir versuchen mal einfach hier uns mit Hilfsmitteln irgendwie zu helfen, so ähnlich wie wir das auf der anderen Seite gemacht haben. Ist natürlich eine riskante Sache, wenn man das nicht findet erstmal hier. Und dann ist es gefährlich, weil man natürlich runterstürzen kann. Aber wir versuchen das jetzt mal so. Ja, das wäre ja gar nicht so schlecht, wenn die Beton... wenn dieser Betonklotz da nicht wäre. Ja, oder wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre das Leben auch nur halb so schwer. Wo ist denn jetzt die Rundung? Die Sache mit den Runden hier. Ja, okay. Das ist ein bisschen viel, oder? Es geht. Müssen wir abstützen noch. Auf jeden Fall muss das abgestützt werden. Ansonsten finde ich eigentlich, das geht. Was haben wir denn Schönes hier für die Ecke? Schöne runde Ecke. Die Dunkelwasserbaustelle wird angegriffen, aber wir sind gerade so schön dabei. Es läuft gerade so schön hier. Nun gut, da hätte man ja auch wieder was... Bauen wir erstmal ein paar von diesen weiter. Sind das die richtigen? Ups, ich glaube fast ja, das sind die richtigen. Und wo haben wir diese schöne Runde? Da.
Ja, dann schauen wir uns das von oben nochmal an, wie das da so aussieht. Oh oh, was war das jetzt gerade noch? Dieses hier? Ja, es sieht fast nach diesem hier aus. Machen wir erstmal diese Seite hier dicht. Oder halbwegs dicht zumindest. Und fast wären wir hingekommen. Ich glaube, das ist schon gefährlich, wenn man jetzt hier irgendwo runterstürzt. Moment mal, vielleicht können wir das hier noch etwas hübscher machen. Genau. Nein, das war's mit dem Material. Kein Stahl mehr. Wow. Naja, das musste ja irgendwann mal so kommen. Jetzt können wir mit Beton weiterbauen, oder? Wir müssen das so lassen und beim nächsten Mal werden wir runterfallen. Weil hier nichts abgesichert ist, so richtig. Ja, es war zu erwarten. Deswegen wäre es vielleicht doch gut gewesen, erstmal so eine Einkaufstour zu machen. Okay, dann machen wir das hier noch dicht eben. So ungefähr. Ja, nutzt alles nichts, wir haben keinen Stahl mehr. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte hier jetzt erstmal, wir wissen ja, dass das hier weitergehen soll, da könnten wir hier was rausnehmen und das dann hier hinbauen, damit wir wissen, wie wir das hier gemeint haben an der Stelle. So.
Ja, aber das finde ich schon mal sehr viel... hier ist aber auch gefährlich. Sehr viel interessanter als zuvor, auf jeden Fall. Und wir werden wahrscheinlich jeder nochmal so Treppchen bauen später, naja, wenn wir uns dran erinnern, dass man hier vielleicht noch so hochkommt von der Seite, dass man dann den Weg zur Arena nicht, dass man für den Weg zur Arena nicht immer runtergehen muss, sondern dass man direkt dann von hier oben irgendwie hinkommen kann. Es werden die ganzen Handelsplätze nachher irgendwo, wahrscheinlich nicht im Metallbereich hier sein, da stelle ich mir eher sowas vor wie Power-Rüstungsstationen. Und vielleicht sogar Roboter. Naja, Roboter, wie sollen die hier runterkommen? Aber unten haben wir auch noch ein paar Etagen. So stelle ich mir auf jeden Fall eher vor. Und den Einkaufsbereich dachte ich, dass das dann in den Holzbereich mehr kommt. Der soll dann auch etwas, ja, noch gemütlicher als das hier werden. Das ist ja schon sehr gemütlich hier. Okay, wir können nichts bauen, das heißt, wir werden wohl oder übel... Na okay, hier können wir noch ein bisschen was dran bauen. Passt nicht. Ja, werden wir aufhören müssen und dann in der nächsten Folge halt so ein bisschen was einkaufen gehen müssen. Ja, schade, dass hier keiner mehr so hinpasst. Oh, natürlich können wir daraus auch nichts mehr bauen hier. Ja, ich hatte anfangs auch gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen was sparen können, indem wir hier Busse hinstellen. Dann habe ich mir aber wiederum gedacht, auch obendrauf, habe ich mir gedacht, ja, wie soll denn der Bus da oben drauf kommen? Oder wie soll denn hier überhaupt ein Bus an die Farm kommen? Ja, da vorne ist ja eine Straße. Aber das war mir dann doch irgendwie zu... Entschuldigung, das war mir dann doch zu abstrakt. Also habe ich das gelassen. Das ist doch nur eine Treppe. Jetzt haben wir schon Angst vor Treppen. Irgendwie war sie aber hier oben. Die kommt hier hoch. Wir stellen ihr noch ein Bett hier hin und weisen sie zu. Dann wissen wir immer, wo sie ist. Verkauft sie denn nicht zufällig auch irgendetwas? Die anderen Abernathys verkaufen ja alle was. Hier kann man runter. Ja, noch kann man hier runter. Nein, alle verkaufen ja auch nichts. Nur Connie Abernathy verkauft. Was? Ich glaube, das letzte Brahmin ist auch rausgekommen jetzt. Scheint wirklich was zu werden. Ja? Also die Falle aktivieren sollten wir doch noch einmal. Ja, das können wir auch noch einmal. Ein ganz schöner Koloss. Ganz schön. Und es wird noch besser. Ja, wir haben eigentlich Kronkorken genug. Nur sollten das immer mehr Kronkorken werden und nicht weniger. Ja. Was? Ja. Wir bekommen hier einfach kein aufbereitetes Wasser hin.
Ach so, die Uhrzeit war schon okay. Mhm. Hilfe, wir sind gefangen. Hier geht's raus. Hi, wie geht es dir? Hi, gut, wer war das denn jetzt? Kannte ich ihn? Wow, ein Baumstumpf. Ich finde, das geht doch schon. Das ist doch ganz hübsch so. Ja, ist jetzt ein wenig dunkel. Da kann man wahrscheinlich nicht so viel sehen und auf diesen kleinen Thumbnail sowieso nicht. Aber an der Stelle darf ich mich bedanken für euer Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.